Oh, das sieht aber lecker aus, was er sich da gemacht hat. Ein Joghurt, oh, schön. Das sieht lecker aus. Was ist denn? Guck mal, wo ich erstmal lesen gehe. Während du hier schläfst, gehe ich erstmal in dein Zimmer, mach das Licht an und fange an zu lesen, Alter. Echt richtige Goldmitbewohner hier. Das ist wie wenn du einfach weiß ich nicht, wenn jemand in deinem Wohnzimmer schläft oder in deiner Küche oder ja, irgendwie Küche und Wohnzimmer so wie hier miteinander verbunden sind und man erstmal den Mixer anstellt, weißt du, während da noch Leute schlafen. Ist genauso schlimm. Wie assi einfach. Oh, herrlich. Ich lese erstmal ein bisschen was über Lamas. Montag 23 Uhr Licht an, Melvick schläft weiter. Ja, voll, ne? Oh, ist egal. Einfach weiter schlafen. Fleur und Spebsrick sind soeben gute Freunde geworden. Yay! Yay! Hab ich schon Freunde? Nee. Ich glaube nicht. Nicht so wirklich. Keine Freunde. Ja, wie im echten Leben. Aber Leute, ihr könnt langsam mal ins Bettchen gehen, ne? Ich bin die ganze Zeit nur am Essen. Das ist ja wie im Real Life. Nur am Snacken. Weißt du, ein Snack nach dem nächsten. Oh Mavic, da wacht bald jemand auf. Da wacht bald jemand auf. Das ist eine gute Idee, ja. Ich habe auch schon lange nichts mehr gegessen. Ich habe hier noch Kekse. Ich habe richtig geile vegane Kekse. Für heute Abend habe ich noch so richtig geilen Kokosmilch-Chili-Limettenreis. Mega geil. Und Hähnchenspieße mit Soja und Honig. Oh, es wird gut. Was ist los mit mir? Ich will keinen Sport machen. Ich hasse Sport. Kannst du aufhören, Sport zu machen? Ich weiß, ich kann es abbrechen, aber. Oh! Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Ich versuche das mal zu reparieren. Ach ja. Hatte eben erst KFC mit geilem Coleslaw. Auch geil. Wenn KFC gut ist, kann es sehr lecker sein. Aufgrund ihrer neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Lizzie jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Du machst Ingram gerade mehr Sport als vermutlich in den letzten 6 Wochen im Real Life. Nee, war schon mehr. Ich bin gar nicht so ein Riesenfan von Coleslaw. Ich esse ihn, aber ja, es ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche. Ich mache dann hier einfach den Reparieri. Wir sollten vor allem mal schlafen, Alter. Also wenn ich hier fertig bin, ne, muss ich schlafen gehen. Du kannst eigentlich auch mal ins Bett gehen, genau, ins Bett gehen, ins Bett, so. Macht ja sonst die Nacht durch hier. Wie sie sich noch Kaffee reinzimmern will. Junge Dame, du gehst jetzt ins Bett, es ist gleich 2 Uhr.
Merwig steht schon wieder auf. Merwig muss Pipi, deswegen steht er jetzt auf. Ja, Merwig, die Toilette ist da drüben. Wir könnten halt, wir hätten halt hier nochmal einen Durchbruch machen können, ne? Anstelle des Spiegels könnte man halt nochmal eine Tür dahin bauen. Dann bräuchtest du halt nicht so lange bis ins Bad. Hast du dich gerade eingemacht? Nee, okay, das sah gerade kurz so aus. Junge, es ist 3 Uhr. Geschlafen. Schön das Licht auch immer an. Kann ich mich aber nicht mehr anschreien. Nee, man müsste dann gucken, ob man den Spiegel woanders hinsetzt dann. Vielleicht packt man ihn auch in den Flur oder so, das würde auch gehen. Real Life muss auch ständig nachts pinkeln. Also wenn ich nachts aufwache einmal zwischendurch, dann muss ich auf jeden Fall aufs Klo gehen auch, ja. Ich kann dann nicht noch weiter schlafen. Ich muss erstmal aufs Klo. Aber ich glaube, das ist normal. Das hat ja, glaube ich, jeder. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum schläfst du nicht? Aber gut, du hast Energie. Was ist hier los? Gab es nicht mal sowas wie Wünsche oder so, die man erfüllen konnte den Leuten? Oder war es bei Sims 3? Konnte man den Leuten doch noch Wünsche erfüllen? Damit man mehr Punkte oder so kriegt. Ach ja, das Bebs schläft friedlich vor sich hin. Ist ja auch eine Option bei Gameplay, war es, glaube ich. Okay. Ich dachte, das gehört da fest zu. Spieloptionen, Gameplay da. Selbstständigkeit vollständig. Herkömmliches Sozialmenü. Aktiviert das herkömmliche Tortenmenü, in dem die Aktionen nach Typ anstatt nach kontextueller Relevanz gruppiert sind. Bitte was? Was haben wir hier? Selbstständigkeit? Hä? Automatisches Altern, ja. Das ist die Frage, wollen wir altern? Lebensdauer würde ich sagen lang. Wollen wir altern? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ne? Launenanzeigen, ah, hier. Aktivierst du diese Option, werden Launen über den Kopf des Sims in der linken unteren Bildschirmecke angezeigt. Aber Launen an sich haben wir ja. Das sind doch die hier. Ah, okay, genau, das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. Ah, ja. Warum ist das denn nicht standardmäßig ausgewählt? Weird. Okay. Das gehört immer dazu. Und Korea Boo Forever, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Echt, selbst wenn ich nachts wach werde und zum Beispiel Durst habe, bin ich viel zu faul, was zu trinken, geschweige denn auf das Klo zu gehen, wenn es nicht gerade kurz schief geht. Ja, gut, aber ich glaube, es kann natürlich sein, dass dann, dass Männer vielleicht das nochmal ein bisschen länger durchhalten. Irgendwie, anstatt aufs Klo zu rennen. Weiß ich nicht. Also als Frau merkt man ja viel schneller, wenn, also wir haben ja nicht so viel, wir haben ja einen kürzeren Harnleiter und merken dadurch halt viel früher, wenn wir aufs Klo müssen. Deswegen müssen oft Frauen auch öfter aufs Klo, weil man es einfach schon viel früher merkt oder es viel früher dringend wird eben aus dem Grund. Weil man es einfach schon früher merkt. Vielleicht auch deswegen, dass ich dann auf keinen Fall wieder einschlafen könnte. Ich werde dann eh voll unruhig. Also sobald ich merke, dass ich so ein bisschen bald wieder auf Toilette könnte, kann ich auch nicht einschlafen, lustigerweise. Ich muss dann auf jeden Fall nochmal aufs Klo gehen, obwohl ich mich vielleicht schon komplett eingekuschelt habe. So. Ich glaube, Melvick hat gerade die Kaffeemaschine kaputt gemacht. Ich habe nicht genau gesehen, wer das war, aber Melvick ist eigentlich immer schuld und deswegen war es wahrscheinlich Melvick. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Ich stehe in dem Zimmer und existiere. Wir können jetzt erstmal, glaube ich, erstmal gehen wir auf Toilette.
Ach so, ich habe irgendwas, ich habe die Leinwand betrachtet, deswegen. Geh mal auf Toilette. Dann essen wir auch eine Kleinigkeit. Ich will eigentlich Melvick dazu bringen, dass er mal Frühstück macht. Für alle. Erdnussbutter-Chili-Sandwich, das klingt doch lecker. Und danach werde ich die Kaffeemaschine reparieren. Fand ich auch seltsam, dass die Wünsche standardmäßig aus sind. Das ist, oder standardgemäß aus sind. Ja, das ist komisch, Michiko. Das ist mir total unbekannt. Weil als ich das zuletzt mal gespielt habe, vor einem, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, da waren die auf jeden Fall da. So, eine Bar kaufen, das kannst du früh vergessen. Aber du kannst an der Staffelei malen, das kriegen wir hin. Oh, ich wollte das mit dem Fernseher nicht abbrechen, das will ich gar nicht. Danach kannst du was, warte mal, du kannst danach an der Staffelei malen, das ist okay. Ein bisschen Entspannung. Machen wir nochmal ein kleines klassisches Gemälde. Und danach reparieren wir die Kaffeemaschine. Ich mache hier den Repariri. Ich mach Dinge heile. Was treibt ihr hier? Weißt du, ich schotte mich wieder komplett ab. Ich könnte mich hier hinsetzen, mitessen. Mache ich aber wieder nicht, ne? Mache ich wieder nicht. Weil da Müll am Platz liegt. Deswegen, dass wir Trinken am Bett stehen haben. Ja, ich, Tito. Melvick hat die neue Fischspezies Goldfisch bestimmt. Ihr seid voll die Angelexperten, Leute. Voll die Angelexperten. Meistens, wenn ich nachts aufwache, merke ich, ich habe sowas wie so ein bisschen. Also meistens habe ich eher einen trockenen, einfach einen trockenen Mund oder einen trockenen Hals und dann trinke ich halt einen kleinen Schluck. Aber auch nur einen kleinen, weil ich sonst schnell wieder bald pullern muss. So, was machen wir denn da Schönes? Riesenührei, so, hier hast du ein Auto. Ein Riesenührei. Oh, ich hätte auch gerne ein Ührei. Kann es sein, dass ich gerade das gleiche Bild male wie vorher auch? 8-Euro-Dinger. Sind da dann auch größere Sachen dann drin? Oder sind das dann mehrere von diesen gelben Eiern? Sie mag das Lama ja offensichtlich. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, wo ich dann auch meinen Eltern immer wieder dasselbe Bild gemalt habe. Und dann sah es mal besser, mal schlechter aus. Das Auto ist gerade handgroß. Oh, okay. Warum muss es wieder ein Auto sein? Was ist jetzt passiert? Ich habe irgendwas Schlimmes gehört, glaube ich. Oh, ich habe Malereifähigkeit. Ja, weil ich 2 Lama-Bilder gemacht habe. Aber ich bin total am Enjoyen hier. Eventuell hat da jemand wieder das kaputt gemacht. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben eine kaputte Toilette. Wir haben eine kaputte Toilette und Spepsbrick muss eben unbedingt aufs Klo. Genau, er kann sich in der Zeit ja beschäftigen. So. Dieses Bild. Ach, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Das hängt bald überall in der ganzen Wohnung. Die japanische Toilette mit Bug. Ach so. Der Strahl ist falsch eingestellt. Deswegen. Traurig. Warum ist Fleur traurig? Weil Peps traurig ist, weil er das Klo muss? So, was hast du denn für Wünsche? Zuspruch am Spiegel geben. Mach das mal. Sollte sich ja gut fühlen. Dauerfeuer, ja. So. Und er muss langsam echt mal Pipi. Dieser Anblick, ne? Fleur gibt sich hier erstmal selbst Zuspruch, während ich hier das Klo repariere.
Und Spaps ist kurz davor, sich einzupullern. So dumm, ey. WC kannst du wirklich verbessern, dass es ein BD hat. Oh. Ja, ich glaube, diese ganzen Technik-Sachen, ich glaube, die würde ich tatsächlich Lizzie machen lassen. Möglichst. Auch wenn ich immer eine Bar kaufen möchte. Von neuer Show schwärmen. Ach so, ja, ich bin ja wie Fleur ein Geek. Warte. Wo war denn das? Neue Erfindung beschreiben. Von neuer Show schwärmen. Wo geht denn das? Über Träume reden, verrückten Plan, das ist ja was anderes. Das ist ja inspirierend. Freundlich, warte mal. Irgendwo gab es sowas wie über Fernsehen, dies, das. Da, von neuer Show schwärmen. Hier. Fleur, ich will mit dir über eine Serie reden. Bitte hör mir zu. Was ist das für eine Unterhaltung, Alter? Ja, Palo-Toilette, ja, keine Ahnung. Ja, die sollen ja schon auch hygienischer sein, die Dinger. Auch wenn das für uns, glaube ich, super ungewohnt ist. Habe ich gerade sowas wie Pimla gesagt? Ich habe gerade Pimla verstanden. Ich hoffe nicht. Was ist mit Melvick los? Oh. Oh. Geh mal Pipi machen. Was möchtest du? Jemanden kennenlernen? Hatten wir das Kennenlernen nicht bei allen schon einmal durch? Lieber Fleur, können wir noch was machen? Aber Fleur und Lizzie unterhalten sich ja gerade schon. Aber Spaps könnte man das machen. Die Wörter, die man manchmal versteht, sind echt lustig. Ja, also die Sim-Sprache ist schon sehr geil. Die ist schon sehr nice. Was man da manchmal so drin versteht, so, das ist halt so ein bisschen manchmal, wenn man als Deutscher so Sprachen wie Schwedisch oder so hört. Es hat so Ähnlichkeiten zu unserer Sprache. Manchmal versteht man ja auch so ein bisschen, obwohl man das Wort an sich nicht versteht, aber es klingt manchmal wie ein deutsches Wort. Oder hat vielleicht sogar die gleiche Bedeutung wie ein deutsches Wort manchmal. Und so ist es bei der Sprache halt zwischendurch auch, ne? Was ist mit Melvick schon wieder los da hinten? Enttäuschendes Getränk. Kann ich nachvollziehen. Ich muss gleich mal Dinge reparieren. Ey, diese Kaffeemaschine, ne? Die ist halt so scheiße. Die kannst du echt besser ersetzen, anstatt sie zu reparieren. Ich habe bald schon meinen ersten Fähigkeitspunkt. Lama Mate, aber die Lamate ist doch eigentlich ganz lecker. Die mag ich eigentlich. Oh, Level 2 sind wir sogar schon. Also Flo, was laber ich? Fleur muss jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen in Social Media unterwegs sein, ne, wenn sie Leute kennenlernen möchte. Ist okay, aber würde ich aber nicht unbedingt oft kaufen, persönlich. Ja, bei Martha ist es ja auch super unterschiedlich, wie die schmecken, ne?
Aber ich kann mir vorstellen, dass Lahmmate für einige noch ein bisschen zu bitter ist. So, und wahrscheinlich eh vergleichbar. Die sind ja nicht ganz so, ich sag mal, nicht ganz so bitter wie jetzt die Clubmate. Aber wahrscheinlich noch für einige zu bitter. So, Spaps, willst du mal in deinem Hugh Hefner-Mantel nicht langsam mal dir mal einen Job suchen? Telefon leise stellen. Oh, man kann die Farbe der Handyhülle ändern. Oh, wie cool. Ey, was da alles dazugekommen ist. Das ist Wahnsinn. Man kann nicht sagen, dass die nichts mit ihren mit dem Spiel machen, ne? Geht's Mate Mate eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Nicht so drauf geachtet. Warum rennt Spaps eigentlich nur im Bademantel rum? Keine Ahnung, weil er sich für Hugh Hefner hält. Ich weiß es nicht. Umziehen. Beim Arbeitsamt registrieren. Ich glaube, wenn man sich beim Arbeitsamt registriert, dann bekommt man mal Vorschläge, ne? Er wohnt auch nur mit Girls im Haus. Das stimmt allerdings, ja. Karriere registrieren, okay. Das heißt, ich könnte mir schon irgend so eine Jobbeschreibung zulegen, obwohl ich noch gar keinen Job habe. Das ist auch cool. Job suchen. So, wir suchen Melvick einen, Melvick, als Peps einen Job. Was macht Melvick da eigentlich schon wieder? Er kommt schon wieder nicht raus. Ich weiß nicht, irgendwas mit Stimme diesem Badezimmer nicht. Ich liebe die Hasenpuschen. Alle haben so Hasenpuschen. Astronaut, da sehe ich ihn. Also, wir müssen daran denken, Spaps braucht einen Job, der sehr gut bezahlt ist, weil er will ja reich werden. Das, wenn der Arbeitsbeamte das nur so zum Spaß hat, keinen tieferen Sinn. Okay. Also kann man sich selber wahrscheinlich nochmal einen eigenen Job- und Karrieretitel überlegen und das dann quasi so ausleben, aber im Grunde hast du halt trotzdem halt die normalen Jobs. Ist natürlich für so eine Art Roleplay, ist das natürlich cool. Spaß wird Arzt, ja, sowas in die Richtung. Ansonsten als Astronaut verdient man ja auch viel Geld. Berufszweig, Weltraum, Ranger und interstellarer Schmuggler. Müssen erstmal gucken, was es so gibt. $28 die Stunde. Business, $17 die Stunde. Als Poststellenkraft. Management und Investor, das ist halt schon, also es kann schon viel Geld geben am Ende. Aber es macht natürlich einen Sinn, einen Job zu nehmen, der halt von sich aus schon besser bezahlt ist als die anderen. Entertainer, $25 pro Stunde. Musiker und Komiker, was haben wir hier? Freelancer, das ist auch schön. Einfach alles. Verfügbare Branchen, digitaler Künstler, Programmierer, Schriftsteller. Sei dein eigener Boss, stelle deinen eigenen Arbeitsplan auf. Stell deinen eigenen Arbeitsplan auf. Hört sich gut an, nicht wahr? Wenn du sowohl über Selbstdisziplin als auch Entschlossenheit verfügst, ist eine freiberufliche Karriere vielleicht genau das Richtige für dich. Das ist eher was für mich. Dein Geheimagent $18. Dieser Look auch einfach. $18 die Stunde. Was hat der Astronaut eigentlich für Arbeitszeiten? Auch Montag bis Freitag. Leckermaul, $16 die Stunde. Na, ja, das wird, Melvick, das wird wieder eine harte Zeit für dich, ne? Wieder eine harte Zeit für dich, so mit dem Gehalt. Maler, $23 die Stunde. Schriftsteller $27 die Stunde. Sportler $17 die Stunde, auch nix. Stilbeeinflusser $19 die Stunde. Trendsetter und Stylist. Technikguru $34 die Stunde. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
E-Sportler und Startup-Unternehmer. Also Spep sehe ich eher dann in der Richtung Startup-Unternehmer. Verbrecher, $9 die Stunde. Handwerk ist scheiße bezahlt, auf jeden Fall. Angestellter im Einzelhandel, $36 die Stunde, no way. No way. Sorry, aber welche? No way. Hä, das sind bisher die. Die verstehen ihr da sogar mehr als die Technikgurus. What the fuck? Was ist. Wie unlogisch ist das denn? Ein Babysitter, 36. Was? 36 für einen Babysitter? Barista, $30 die Stunde. Barista ist auch mega geil, dass es den Beruf hier gibt jetzt mittlerweile. Das finde ich cool. Fastfood-Angestellter, $17 die Stunde. Ich glaube, Fastfood-Angestellter müsste vom Gehalt her mehr bei Verbrecher liegen. So scheiß, wie die bezahlt werden. Handarbeiter, $49. Ist eine Traumwelt, ne? Sims ist schon eine Traumwelt. Ist das was Anstößiges? Ich weiß nicht. Falls die Rasenmäher was sagt. Je nachdem, wie man es nimmt. $49? Da bist du aber auch schon. Also eigentlich müssen wir den rein logisch stehen nehmen. Aber es passt halt nicht zum Reichwerden. Ne? Passt halt nicht zum Reichwerden. Zum Reichwerden passt eher sowas wie Startup-Unternehmer. Verbrecher, aber da verdient er zu wenig. Und Business verdient er auch zu wenig. Ist halt die Frage, was, wo man am besten am Ende verdient, ne? Aber ich glaube, Startup-Unternehmer ist schon gut. Sag mal, bekommt ein Hund, der nicht bellt, eigentlich den Nobelpreis? Ich hoffe doch, Mann. Ich hoffe doch. Alles andere wäre enttäuschend. Das ist illegal in Deutschland, aber Rasenmäher haben sich schon zu viele verletzt. Ach so. Ich dachte, der Konsens spielt immer eine Rolle. Bei Handwerker arbeitet man auch nur 2 Tage die Woche, sind eben die Teilzeitdinger. Ah! Ah, da habe ich. Ach, oh, okay. Ja, gut, dann verdient er auch nichts. Ah, siehst du, okay. Da sind wir mit Technikguru, glaube ich, schon ganz gut dran. Aber die Einzel, ne, Angestellte im Einzelhandel verdient trotzdem sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Ich würde sagen Technikguru. Das passt zu Spaps, finde ich. Live-Chat-Berater. Ja gut, ich meine, jeder fängt mal klein an, ne? Jeder fängt klein an. So, beginnt am Mittwoch um 10 Uhr. Also morgen, gleich am nächsten Tag. Spabs, gewöhn dich schon mal an so etwas wie ein Real Life. Huch, warum fühle ich mich unwohl? Unausgewogene Ernährung. Makes sense. Ich brauche eine Mülltonne. Ich dachte, ich hätte eine Mülltonne. Habe ich keine Mülltonne? Nein. Ich brauche eine Mülltonne. Da. So eine richtige Mülltonne. Tonne auf Rädern. Eine grüne. Stellen wir die hier. Ich weiß gar nicht, wo stellt man die hin? Hier so? Können sie halt auch hier mit hinstellen. Direkt ans Haus, dann sind die nicht so lange draußen unterwegs. Sonst können wir den Müll ja nicht rausbringen, ne? Willst du nicht mal dein Bild weitermalen hier?
Melvig schon wieder voll genervt. Enttäuschendes Getränk, okay. Das ist in Ordnung. Du hättest dein Buch eben schon weglegen können. Ist dir klar, oder? Melvig, geh mal duschen. Du stinkst. Du kleiner Stinker. Ich hoffe, es muss gerade niemand aufs Klo. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nö. Alles gut. Pool von mindestens einmal eins kaufen. Weil er keinen Luxus zu Hause hat. Einfach so ein Quadratpool oder was? Befördert werden. Fang erstmal mit dem Arbeiten an. Spaps will direkt schon befördert werden und er hatte noch nicht mal seinen ersten Arbeitstag. Oh, Fleur wünscht sich ein Techtelmechtel. Oh. Über feine Küche reden. Gibt es noch irgendwas Materialistisches? Mit Besitztümern prahlen. Kommt bestimmt super an. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht ausgelastet und ich habe das Gefühl, Melvig ist auch nicht richtig ausgelastet. Dumm, dumm, dumm. Was ist bei ihr? Braucht Videospiele. Du kannst ja am Handy zocken. Oder? Nee, okay, kann sie gar nicht. Sie kann nicht am Handy zocken. Hier, sei mal freundlich zu Melvig. Du wolltest freundlich zu Melvig sein. Freundlich. Nach Tag fragen. Fleur muss Piplonski. Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen.